Freitagmittag und wir machen uns mal wieder auf die Suche nach dem Stau. Noch ist keiner in Sicht. Ja, wir sind es ja selber schuld. Damit erstmal herzlich willkommen. Wir sind auf dem Weg nach in die Niederlande. Ich muss das ganz korrekt bezeichnen. Ich glaube, das ist die Region Limburg. Ne? Da waren wir schon mal. Nach Notto. Ja, nach Notto in die Nähe von Venlo. 183 Kilometer. Heute ist Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen und man kann es Schöneres geben, als jetzt durch NRW zu fahren. Der war gestern. Ja, heute ist Freitag. Ja. Mönchengladbach, also das war jetzt nicht zu erwarten. Ne? Das ging total smooth. Also es gab Stau. Ja, aber auf der anderen Seite. Ich kann sagen, da war nichts. Ne? 60 Kilometer noch. Und dann haben wir zum Kaffee das Camp aufgebaut. Und dann passt das. Werte, also irgendwie Camping im Grün, würde ich das mal übersetzen. Einen für uns und einen für die, die noch kommen werden. Ja, das ist hier nicht weit weg von Venlo. Wir waren hier auch vor ein paar Wochen schon mal auf einem Platz. Wie hieß das letzte Mal, wo wir hier waren, in Grubenforst? Kompass. So, der ist aber nicht weit von hier. Nee, das ist nicht weit, aber warm ist es und deswegen jetzt mal die Markise raus. Oh, Hauptsache mal wieder zwei Nächte im Moni schlafen. Lass dich los, Kanz. Dafür ich helfe dir. Wobei? Bei dem Wind. Ja, dann komm raus. Neues Beiboot, beziehungsweise eigentlich haben wir zwei neue Beiboote. Meiner kam gestern, Sonja ihre sollte eigentlich heute kommen, aber
Danke, DHL. DHL hat's versaut. Ist nur einer dabei. Ja, wir hatten die ganze Zeit noch überlegt nach Beiboten, wenn wir auch den Kühlschrank dabei haben. Ne? Und wenn euch da ein Video interessiert zu diesen Scootern, dann schreibt das mal unter die Kommentare. Die haben wir ganz normal gekauft und auch ganz normal bezahlt. Also keine Kooperation oder sonst irgendwas. Habe aber lange gebraucht, bis ich die richtigen hatte. Also, wenn euch die Geschichte interessiert, dann schreibt es mal unten rein, dann mache ich da noch ein Video. Ja, so ein Jahr, der müsste eigentlich dann morgen kommen. Hätten wir gern heute noch mitgenommen. Jetzt haben wir nur einen mit. Aber der passt halt auch super rein, wenn die Kühlbox dabei ist. Ach, selbst in Holland hat man keine Ruhe vor dem. Da ist er schon wieder. Der Herr Häuser. Er ist ohne Sprit zu Hause los, er ist ohne Frischwasser zu Hause los. Ich hoffe, dass er sonst noch einen dabei hat. Jetzt einfach mal zugucken, wie die da drüben jetzt rödeln. Ne? Schön. Hat das eine... Wie, keine Magnete von Timo? Nein. Eieiei, hat er noch Multi? Hat der noch Multi-Anker? Gestern in NRW wohl 8 cm dicke Hagelkörner, ne? Ich hoffe, dass du im Turtle-Mode bist, das ist nichts Neues, Walter. Das ist so deine normale. Aber er macht das schon gut da hinten. Oh, hier wird nichts. Er ist routiniert. Er weiß, was er tut. Auch wenn er ohne Wasser und ohne Benzin wegfährt daheim. Da kommt die mit dem... Schatz, bringst du mal noch das für den Walter? Wir haben ja fast am gleichen Tag ihr Geburtstag, der liebe Walter. Ich. Nein, nicht singen, bitte. Oh Gott, Alter da Mann. Da Moment, erstmal den Walter, genau. Zum 59. Dankeschön. Bitteschön. Da fährt er wieder. Ja, ein bisschen doof mit der Markise, ne? Das hat da hoffentlich einen Blick, ne? Ein bisschen Werbung, ne? Muss auch sein. Also fast 30 Grad, hier braucht kein Mensch, ne? Walter ist mit dem Scooter unterwegs. Ich hoffe, er bringt ihn heil zurück. Die Jungfernfahrt der Maus durfte ich im Übrigen nicht filmen. Die ist das erste Mal eben in ihrem Leben Scooter gefahren. Aber ohne Kamera. Hat sie aber gut gemacht. Sie lebt noch. Da ist sie. Nee, hast du super gemacht. Ja. Da gibt es nichts. Hier wird gearbeitet. Was wird das? Das wird ein Couscous-Salat. Was für Dinge? Ein Kuss? Couscous. Ah, ein Couscous-Salat. Lecker, lecker, lecker. Du hast keine Ahnung, was das ist, ne? Ich weiß nicht, ich Couscous noch nie gegessen habe. Das stimmt nicht. Da? Okay. Da hinten, das sind Kichererbsen, das weiß ich. Da gibt es auch Chips von. Kichererbsen-Chips. Wobei die Linsenchips besser sind. Ah, Linsenchips, genau, die gibt es auch noch. Aber Kichererbsen gibt es auch, aber Linsen finde ich besser. Also normalerweise hätte ja ein Grill gereicht, ne? Aber die Latten, die Familie Häuser/Müllerhäuser da dabei hat, da wäre dann kein Platz mehr gewesen für unsere Würstchen. Also muss Walter seinen Grill auch noch auspacken. Kardak Safari-Chef 2, ich bin froh, dass unserer weg ist. Ein tolles Gerät. Ja, ja. Da muss man einfach mit umgehen. Ja, ja, du bist auch. Ich kann grillen, aber nicht auf dem Ding da. Wir sind Freunde geworden da unten. Ha! An der Stelle wird es immer heiß. Ich würde schon Wert darauf legen, zu betonen, dass die Gewürze nicht von der Birke sind und ich habe das Mackie. Du hast nur der Kleine da. Ich habe das Kleine da. Oh. Naja, ich würde dir daher noch einen Bauchlappen geben. Wenn es nicht reicht, ne? Ja, nicht gedacht, dass der EPF noch länger ist als der Iohawk, ne? Oh. Der Ketchup ist scharf, Vorsicht. Hab ich gesehen. Wie ich. Nee, das ist jetzt nicht nett. Du musst sagen, ist scharf. Dann kann man sich sein Teil denken. Ist scharf. Mit alles. Mit alles und scharf. Genau.
Gut. Guten Hunger. So, das ist jetzt der Kichererbsensalat. Oder wie heißt? Couscous. Mit Kichererbsen. Okay, gibt es auch so einen normalen Salat. So, der Grillpraktikant hat jetzt den Bauchlappen vollendet. Sprach der Meister. Natürlich bin ich der Meister. Ja, komm, mein junger Padawan, leg ich mir das mal auf den Teller. Die Macht sei mit dir. Möge die Macht mit dir sein. Ja, das ist das Schwarze, kann man abkratzen. Das ist quasi die dunkle Seite des Bauchlappens. Nee, du musst dranbleiben. Ja, deins ist ja noch schwärzer. Das sind die Röstaromen. Aber um mal gerade den Arterien hier auch noch ein bisschen Gehör zu geben, ne? So sieht das dann aus, wenn das gegrillt ist. Ne? Was für ein Fett. So, da gibt es was Süßes. Atme, Sonja, atme. Also ich habe auch was Leckeres. Der Walter hat nichts, der muss aber auch noch den Grill wegräumen. Und da seht ihr mal wieder, wie für Instagram gefaked wird. Jetzt suchen die Damen, suchen die besten Motive für dieses bekackte Glas. Aber da bleibe ich doch bei meinem Asbach Cola. Den will auch keiner sehen bei Instagram. Da reicht das. Guck mal. Mein Bett ist klar, Türe ist klar, Klappe. Die Mädels sagen, ich soll die Lappen weghängen. Da oben hängen doch genug, meine Güte. Fällt ja hier der Lappen hier unten gar nicht mehr auf. Ne? Der Lappe war übrigens gerade drüben in der Dusche für 1 Euro duschen. Also wenn man schon mal auf dem Campingplatz ist. Aber für die 13 Euro hier pro Nacht, meine Güte, kannst du nicht irgendwo freistehen, was in Holland sowieso, in den Niederlanden, ich habe es schon wieder getan, in den Niederlanden eh nicht erlaubt ist. Es zeichnet sich hier noch ein Überraschungsgast am heutigen Abend ab. Bin mal gespannt, ob das wirklich noch eintritt, was wir vermuten. Oh nein, es kommt nicht Kai aus Island, also das wird schwer. So, und um da jeder Diskussion vorzubeugen, wir wussten das tatsächlich nicht, also E-Scooter sind in den ganzen Niederlanden verboten, nur auf Privatgelände. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Also hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es noch ein Land gibt, wo das nicht gestattet ist. Aber deswegen haben wir sie wieder weggepackt. Darauf trinken wir einen Rum und wir warten noch auf den Überraschungsgast. Prost. Da kommt ein orientierungsloser Wohnmobilfahrer. Halb elf, der Typ ist verrückt. Guten Abend. Spontan, aber sowas spontan. Und dann ohne deinen Haushaltsvorstand. Ich habe keinen Haushaltsvorstand dabei heute. Prinzip aus wie deine frühere Schiff, der auf dem Klo wäre. Das ist das Problem von denjenigen, die sitzen. Das ist nicht schlimm. Also, wenn das gleiche, ne? Allerdings. Da läuft schon einer vom Wohnmobil lang hier. Junge, was ein Stress hier heute Morgen. Der läuft dann mit der Kamera. Ach, ist das schlimm. Und ich war noch nicht mal im Bad. So, wir haben uns ein schattiges Plätzchen gesucht. Walter hat doch schon geräumt. Ja, mich wollte er noch nicht sehen. Ich muss erst mal ins Bad. Da war die Chefin. Ja, ich komme zu dir duschen, Olli. Guten Morgen. Guten Morgen. So sieht es aus, wenn sie aus dem Bad kommt. Ja, und so sieht es hier morgens bei uns aus. Also ihr müsst nicht denken, dass das hier alles immer... Hier ist immer Chaos. Das ist ja schließlich kein Musterhaus, ne? Es ist aber auch kein Chaos. Chaos sieht anders aus. Ja, so. Bad ab. Ja, dann wieder der Moment, wo wir Rührei machen. Machen wir heute Rührei mit Schuss Weinbrand oder ohne? Ich glaube, wir machen ohne. Da sitzen sie schon und warten. So sieht das aus. Ja, den Touch Oven. Mal gucken, wann wir den das nächste Mal oder das erste Mal überhaupt einsetzen. Kann ein bisschen dauern. Ey. Jammer nicht rum. Was tue ich mir denn jetzt aufs Brot? Ist dein Rührei. Am besten Pfälzer Leberwurst. Was ist das für Brötchen? Ja, da warte ich ja drauf. So. Danach wird die Pfanne wieder schön sauber gemacht, eingebrannt. Und dann kommt die da unten wieder rein. Gleich qualmt es hier ein bisschen. So, und jetzt trinken wir noch gemütlich einen zweiten Kaffee. Und dann ist der Tag um 21:15 eigentlich offen. Ne? Wir haben kein Programm, nichts vor. Die Mädels wollten eigentlich Honig kaufen mit den Scootern, aber das ist ja in Holland verboten. Und zu Fuß laufen wollen sie bei den Temperaturen nicht.
Hoffentlich, dass hier gleich der Rauchmelder anfängt, aber das macht echt Sinn, wenn man die häufiger einbrennt. Der Monk ist in der Arbeit hier. Das ist der Monk. Das stört, dass die Verstrebungen da unten schief waren. Ja, muss ja auch stören. Jetzt sind die gerade und dann ist aufgefallen, da hinten ist auch was schief. So, gehen wir aus dem Bild, dass der Herr Häuser gucken kann. Ja, das meine ich. Und da sitzt die Bauabnahme. Das bleibt jetzt so. Das wird alles beobachtet hier. So, und auch wenn diese faule, ignorante Bande hier das natürlich alles für unnütz erachtet, es gibt ja nichts Schöneres als eine gerade Flucht. Ne? Ich meine, die ist jetzt immer noch nicht gerade hier unten, aber besser als vorher. Du willst jetzt nicht behaupten, das war deine Idee. Natürlich war das meine Idee, Walter. Vergiss es. Man muss sich immer hinterfragen, was man noch besser machen kann. Gut, da oben, das triggert einen natürlich dann immer noch, aber das ist nicht anders machbar. Jetzt versuchen Sie mal einzureden, ich müsste hier die obere Schiene auch noch einen Zentimeter tiefer setzen. Die machen mich wahnsinnig. Wollt ihr mal mit denen ein Wochenende wegfahren? Ich glaube, ich mache das auch noch, oder? Also ich fürchte, das wird für euch ein stinklangweiliges Video, ne? Weil hier passiert nichts. Gerade mal ein Stündchen gepennt. Nee, ich glaube, ich zeige euch gleich mal ein bisschen den Platz hier. Wirklich ruhig und idyllisch, wenn die Hühner da hinten nicht so schnattern würden. Nee, richtig ruhig hier. Man hört die Autobahn ganz weit irgendwo. Alles top. Da sitzen sie. Dann laufen wir mal eine kleine Runde hier über den Platz. Ist nicht groß. Gerade überlegt, was das hier für Bäume sind. Das sind Esskastanien. Also sagt zumindest meine iPhone-App. Der ist am Arbeiten. Der ist verrückt. Schaffen, schön. Ja, ja, alles gut. Schlimmere Arbeitsplätze. Mach weiter. Tja, hier hat es einen Parkplatz. Einen Gemüsegarten. Tja, hier ist die Anmeldung. Da hängen die Preise. 13 Euro für einen Camper mit zwei Personen pro Nacht. Uns kommen nochmal 2 Euro pro Person und Nacht Kurtaxe dazu. Und Strom liegt hier bei 55 Cent pro Kilowattstunde. Tja, hier sind Duschen und Toiletten. Das ist aber hier nicht getrennt, glaube ich, zwischen Männlein und Weiblein. Tja, das sind die Duschen. 1 Euro wirft man da oben rein. Und wer keinen Euro dabei hat, der kann sich hier einen Euro nehmen, trägt das auf die Liste und das kommt dann bei der Abreise mit auf die Rechnung. Supermärkte gibt es auch hier in der Gegend und die liefern auch ab einem bestimmten Wert. Kann man sich das hier auf dem Campingplatz liefern lassen. Bücher, wer mag. Hier haben wir dann Spülmöglichkeiten, Waschmaschine, Trockner. Waschmaschine 5 Euro und der Trockner 4 Euro. Brötchenservice gibt es auch, da kann man sich in die Liste eintragen. Wobei die Brötchen, das ist doch eher so eine Discounter-Qualität, knüppelhart. Also, aber der Service allein, super. Ja, und der Platz macht seinem Namen in der Werte, oder wie man das ausspricht, keine Ahnung, also im Grün, schon alle Ehre. Ne? Da haben wir die Toilettenentsorgung. Hier gibt es Frischwasser, da kommt der Müll hin. Oh, alles schön parzelliert hier unten. Tja, hier sind auch noch Parzellen. Und wir stehen da hinten. Da sitzen sie. Das ist der eigene faule Bande. Ich werde hier fürstlich bedient. Keksen, ein Frappé. Von den Keksen da hinten mag ich aber auch noch gleich. Du wirst ja wohl nicht die ganze Rolle essen, oder? Die in der Packung sind am geilsten. Also Dirk hat gerade einen Scherz gemacht. Der hat gesagt, ihm fehlt da noch so ein Ventilator, der jetzt so ein bisschen Luft pustet. Und? Daraufhin hat Walter einen Ventilator geholt. Schön. Der aber natürlich ihm Luft zupustet. Das ist mit Abstand das
langweiligste, aber entspannteste Wochenende, was wir seit langem gemacht haben. Ja. Hier passiert nichts. Ich frage mich nur immer, wer guckt sich sowas an? Verschwitzte Typen, die hier im Vorzelt sitzen unter der Markise. Könnt uns schlechter treffen, das ist richtig, ne? Aber dass ihr euch das anguckt. Aber wir grillen heute Abend wieder. Mhm. Was war jetzt mit Pfannenbrot? Haben wir verworfen, die Idee, ne? Pfannenbrot haben wir verworfen. Gut. Also bei 30 Grad. Okay, Mensch. Dieses Wochenende wieder im Dauereinsatz. Die Eiswürfelmaschine hier an der EcoFlow Glacier. Ja, richtig geiles Teil. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt in Bad Kissingen und hier jetzt schon gemacht haben. Ja, müsst mal unten in der Videobeschreibung gucken. Aktuell, ich glaube bis Mitte Juli, gibt es noch extremst günstige Angebote bei EcoFlow. Schaut da mal rein. Ich glaube, die Glacier haben sie sogar um 300 Euro reduziert mittlerweile. Es scheint, als hätte der Walter Hunger. Hast du Hunger? Hm? Hunger? Auch schon mal so vorbereitete Tätigkeiten. Ja. Wenn der kleine Hunger kommt. Ich war gerade mal schön duschen drüben. Jetzt geht die Maus noch duschen. Und dann machen wir mal einen Grill an. Olli ist auch noch duschen. Also fehlen nur noch hier die zwei. Die stinken so ein bisschen, ne? Die waren da noch nicht duschen. Die machen das nach dem Essen. Na gut. Heute haben Grille mal getrennt. Der Walter da hinten. Ja, ich auch. Hier. Du, 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 du. Oh, das habe ich leider nicht auf dem Bild drauf. Er hat sich den Kopf gestoßen an der Markise. Alles gut, Jung? Da gehen gelaufen. Vor lauter. Ich hab mir da was angeguckt und bin voll dagegen gelaufen. Ja. Dabei hat er noch gar nichts getrunken. Halt, ne? Ich weiß ja nicht, aber eben ich wollte eigentlich auf die Salatauswahl hinweisen, die wir hier heute haben. Also okay, das ist schon Wahnsinn. Das sieht doch ganz gut aus da hinten. Aus Hartweizen. Das muss man vorher wegmachen, Walter. Ja. Ich helfe gerne. Ausgegangen, das war schon benutzt. Ja. Solarpanel von EcoFlow wieder verlastet. Wir haben da heute einen ganz klaren Sieger. Ich zeige euch mal die Werte. Habe eigentlich jetzt den ganzen Tag ausgenutzt. 1,5 Kilowattstunden vom EcoFlow-Panel und knapp eine Kilowattstunde von der Dachanlage. Also da merkt man, so eine Tasche, die ist schon jeder Dachsolaranlage überlegen. Aber den ganzen Tag hier wirklich drauf gebrezelt. Ne? Wir hatten teilweise 190 Watt, die da reinkamen über das Solarpanel. Und die Dach ging so auf 100, 120. Aber in der Spitze wirklich nur über Mittag. Sind das Eierwärmer? Nach was sieht das aus? Eierwärmer. So, kleiner Nachtisch. Halb elf, ne? Und es ist noch
richtig hell. Kommt jetzt auf der Aufnahme nicht so rüber. Also den Platz hier kannst du echt nur empfehlen, ne? Der ist super. Und für, was rechnen wir jetzt, 17 Euro die Nacht mit Kurtaxe. Da kannst du echt nicht meckern. Nee, also hier macht Spaß gut. Waren jetzt natürlich 190 Kilometer von uns zu Hause. Ne? Ist für zwei Tage eigentlich Quatsch. Aber wir machen es uns hier gemütlich. Ja, und da war jetzt der dritte Campingplatz hier im Dunstkreis zwischen Ruhrmond, ich habe mich ja belehren lassen, und Venlo. Also, das waren alles tolle Plätze, die wir hier hatten. Und mal ganz ehrlich, ne, ich meine, wir sind ja nur Freisteher vor dem Herrn. Ne? Aber das hier kannst du als Freisteher nicht unbedingt machen. Und für 13 Euro plus Kurtaxe, alles gut. Da sitzen sie. Pflegen ihre Wunden. Der Kollege, der will schon heim. Hat aber schon zwei Bier getrunken heute Morgen. Nein, hab ich gar nicht. Die sind vor ihm gestern. Der sagt zu mir auch, da muss mit leben. Ja, da. Wieso? Elbersgeräusch. Moin. Kaffee hatte schon. Ja, super. Macht's Rührei. Keine Ahnung. So, jetzt wollen wir sehen, dass der Junge hier mal langsam von Acker kommt. Tschüssi. Tschö, tschö. Marit Jut. Ach, jetzt kommt hier diese riesige Abschiedsseremonie. Wir sehen ihn doch irgendwann wieder. Da fährt er. Jo, Dille. Machen wir mal wieder Rührei, ne? Tja, ja. So sieht das aus hier. Da sitzen sie schon. Ich habe noch so ein halbes Brötchen und keinen Kaffee. Tja, wir haben sogar noch was. Was? Wahnsinn. Was ein Luxus. Hier ein bisschen Werbung. Belser Leberwurst von der Metzgerei Kiefer in Bad Bergzabern. Super lecker. Der Deckel ist aber nicht von Kiefer. Den Saumagen gibt es dann beim nächsten Mal. Tja, jetzt sind wir schon fast fertig mit Aufräumen hier. Ne? Stühle noch weg. Starlink ist auch schon weg. Das war dann mal wieder mit dem Wochenende. Jetzt haben wir natürlich den Walter nicht drauf. Ne? Aber ja, das ist nicht schlimm. Das ist schlimm. Ihr Lieben, genug von geschwitzten Gesichtern. Wir machen Schluss für heute. Wir fahren heim. Das war mit Abstand das unspektakulärste Video, was wir je gemacht haben. Ne? Aber das Entspannendste, das Erholsamste. Ja, ist jetzt. Der Mann schwitzt auch. Also, ist auch kein Wunder. Wenn's wie warm euch, ist es? 30 werden wir haben wieder. Ne? Ja. Also, in dem Sinne, die nächsten Videos sind dann in der Schweiz bei hoffentlich etwas kühleren Temperaturen. Wir fahren einfach immer nach ganz oben. Das wissen wir jetzt auch nicht. Euch beiden, lieben Dank. Ciao. Lieben Dank an Olli für den Überraschungsbesuch. Und ihr kommentiert, ob das hier für euch auch mal was wäre. Also wir können den Platz nur empfehlen. Danke, Birgit, für die Empfehlung. Ich habe gerade bezahlt 42 Euro für zwei Nächte, inklusive Brötchen, Croissants und allem Zip und Zap. Kannst du nicht mehr. Tschüss. Tschüss.